Böse Überraschung für EM-Rentner. Die Energiepreispauschale 300 Euro zählt als anrechenbarer Hinzuverdienst. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich habe eine Frage aus dem Internet erhalten. Ich beziehe eine volle Rente wegen Erwerbsminderung und gehe monatlich für 500 Euro bei rund 6 Stunden in der Woche arbeiten. Mein Chef zahlt mir sogar 275 Euro Weihnachtsgeld. Ich komme im Jahr 2022 genau auf 6.275 Euro Bruttoeinkünfte. Meine volle EM-Rente wird mir nicht gekürzt, weil ich mit meinem Einkommen unter der 6.300 Euro Hinzuverdienstgrenze liege. Jetzt soll ich am 1.9.22 bis 300 Euro Energiepreispauschale erhalten. Mein Monatslohn unterliegt der Steuerklasse 1. Hierauf muss ich aktuell keine Lohnsteuer zahlen. Meine Befürchtung ist, dass die 300 Euro Energiepreispauschale auf den Bruttolohn für das Jahr 2022 angerechnet werden oder dazugerechnet werden und ich dann die Grenze der 6.300 Euro überschreite. Ist das so richtig? Ich befürchte ja. Die 300 Euro Energiepreispauschale ist für SV- und lohnsteuerpflichtige Verdienste grundsätzlich steuerpflichtig. Das hat der Gesetzgeber in den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen festgelegt. Als Hinzuverdienst im Sinne des § 96 Sozialgesetzbuch Nr. 6 gilt Arbeitsentgelt unter anderem, weil es auch steuerpflichtig ist. Insoweit dürfte nach meiner Einschätzung die 300 Euro Energiepreispauschale als Bruttoverdienst Aufschlag durch den Arbeitgeber als Hinzuverdienst anzusehen sein, der an die Erwerbsminderungsrente anrechenbar ist. Und vor allen Dingen dann, wenn dadurch die 6.300 Euro Hinzuverdienstgrenze tatsächlich überschritten wird. Sollte die Energiepreispauschale gezahlt werden, so mein Tipp an Sie, dann teilen Sie das bitte umgehend der Deutschen Rentenversicherung mit, damit Sie diese Änderung für die Höhe der Rente noch im Jahr 2022 realisieren können. In Ihrem Falle würde der gesamte Hinzuverdienst mit den 300 Euro Energiepreispauschale für das Jahr 2022 bei 6.575 Euro liegen. 275 Euro über dieser magischen Grenze 6.300. Von den 275 Euro werden 40% auf die Jahresrente angerechnet. Es sind also 40% von 275 Euro sind 110 Euro. Das teilen wir nochmal durch 12 und daraus ergibt sich eine Kürzung der EM-Rente monatlich für Sie von 9,17 Euro brutto. Näheres zu diesem Thema und zum Thema EM-Rente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.